Ist das jetzt alles an die Schnelle geworden? Nur servermäßig machen die doch dann Server-Performance. Ich bin ja so gespannt. Krokodile, Kano. Ja. Dann kommt ja demnächst der Terrorbird. Terrorbird. Nächsten Patch, ne? Wir haben nächsten Patch, ne? Oder nicht? Was machst du? Ich kämpfe gerade. So. Hier sind ziemlich viele Viecher und die los. Oh ja. Aber du hast doch da einen tollen großen Zeus. Der Zeus steht aber da drin und hier sind Fliegen. Ja, eben. Ist doch toll, dann komme ich mal mit dem Frosch. Oder so. Hier, Zeus, hast was zu essen. Ich brauche aber doch hier... Boah, wieso frisst er? Weil ich mit den Meganeuren hierher geflogen bin und mich hinter Zeus versteckt habe. Und wieso frisst er die? Weil er mich verteidigen will? Steht auf neutral. Echt? Da hängt noch eine im Dach. Die kannst du mit einem Frosch wegessen. Ja, will ich ja auch. Ich habe aber keinen Frosch hier. Doch, ich habe einen Frosch hier. Ich hole den mal hier raus. Die Nil flitzt auch hier draußen rum. Da ist Belzebufu. Aber der hat bestimmt keinen Sattel, ne? Weil du die ja immer abnimmst. Ja. Das ist richtig blöd. Schade. Na gut, kann ich das eben nicht machen. Na wieso? Dann nimmst du halt einfach einen Frosch mit. Ja, wie denn? Ist das hier für eine? So ein Eiermann. Komm, Belzi. Komm, Belzi. Wo ist denn jetzt mein Großer? Oh, ist hier eine Action. Warum haben wir so viele Tiere? Weil wir gierig sind. Nee. Doch. Wo ist denn mein großer Frosch? Muss da auch irgendwo rumhaben. Da ist Tinny. Tinny, du bist doof. Ich komm mal zu dir. Din, 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 din. So. So, ja. So. Jetzt hoffe ich, dass... Ah, das passt. Ich habe nur im Weg gestanden. Ich habe schon Schreck gekriegt. Okay. Okay. So, dann verdoppeln wir das einfach mal. Habe ich kein Holz mit? Guck mal, ein bisschen Licht gemacht. Da meinst du, das geht? Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass wir die noch höher bauen müssen. Ich mir auch. Hey, bleib hier. Nicht rumwandern hier. Das geht gar nicht, mein Freund. So. Wir hatten doch... Was war denn der größte Frosch, den wir hatten? Der war doch viel größer, der ne? Der war doch bestimmt Level, ich glaube, 86, ne? Der war 88, als wir ihn gezähmt haben. Und daher war irgendwie 159. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Hier sind ganz viele komische andere Viecher drin. Die los. Und. Und noch mit die los. Und ich höre die ganze Zeit Brumseln.
Jetzt weiß ich, wo die Brummseln sind. Das ist gut, die toten Brummseln hört man nämlich noch. Tragen. So. Kann ich nämlich hier unten hingehen? Ich weiß nicht, ob hier welche sind. Nein, das will ich nicht. Ich höre doch hier irgendwas brummseln. Ich treffe die aber nicht. Hm. Oh, ist das ein Dreckswetter hier draußen. Also in echt jetzt bei uns. Ja. Grausig. Ich drücke die. Der vielleicht flötet nicht hier. Der Herr Kachelmann. Na komm mal mit Kachel. Kachel. Ich weiß nicht, wo der andere Frosch ist. Was ist das denn hier? Oh. So. Ich habe jetzt das, was wir nicht mehr brauchen, abgerissen und damit neues Zeug gebastelt. Das hast du gut gemacht. Ich würde, könntest du schon mal eine Schlange holen? Ich habe zwar noch nicht hoch genug die Wände. Oh, der ist ja genauso gut wie ich. Eine Schlange kann ich holen, ja. Fehlt mir noch eine Wand. Ich hab hier noch Holz. Ich hatte nur mal Kachelmann geholt. Ich weiß nicht, wo unser großer fetter Frosch ist. Nein, ich wollte nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist ja doof. Der war so toll. Irgendwie steht hier ein Mammut. Ganz blöd. So, wo ist denn dein Viech? Welches Viech? Der ist ja auch lustig hier mit dem Gras auf dem Rücken. Der Pelzebufu. Wer ist doch die Wetterfee? Ja, den meine ich aber nicht. Wir hatten 9 gehabt. Noch einen größeren. Ja. Aber der ist doch groß genug. Trotzdem. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, ich nicht mehr gefunden. Du wolltest jetzt eine Schlange holen? Ich wollte jetzt eine Schlange holen. Ich dachte, ich soll eine Schlange holen. Oh, ja, so eine aber Schlange. Jetzt kann ich selber. Jetzt bin ich ja fertig mit dem, was ich wollte. Ja, ich muss Sehe hier. Ich eine Schlange? So. Ich muss nämlich hier mal den T-Rex nehmen. Und hier mal rüber eiern. Da hinten bist du. Oh, es wird Tag. Oh, macht ja nichts. Kannst du trotzdem sagen, da ist eine Schlange. Ach, jetzt hatte ich gerade hier eine Schlange gefunden und was ist? Die ist tot. Einer hat sie gerade getötet. Irgendwas. Ich glaube, das waren Fliegen. Oh, Fliegen? Fliegen. Hier waren doch immer so viele. Jetzt sind sie weg, wenn man mal eine braucht. Ja. Aber Frösche gibt es hier unheimlich viel im Augenblick. Ja, ne? Ja. Richtige Froschschwämme. Und Regen. Wir haben mal wieder Regen. Wir haben schon lange keinen Regen mehr hier. Gleich mal 7 drücken. Und da ist ein Krokofan. Ich hab meine Trinkflasche auch auf 7. Scheiße. Festgebackt hier im Fluss. Ich konnte nicht mehr laufen. Deswegen bringe ich jetzt alles um, was hier rumläuft. Oh, hier ist eine mega neue. Oh, ganz viele. Ich will meinen Frosch. Fröschlein. Da gehe ich gleich mal hin. Keine Schlange.
Ja, weiß ich auch nicht. Dünn, dünn. Dünn, dünn. Dünn, 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 dünn. Ich denke immer, das hier ist eine Schlange, aber das ist keine. Das ist irgendwie eine Pfütze und ein Stein. Aha, nee. Sind die schon wieder da hinten? Mal darüber fliegen. So, ich fliege mal da hinten hin. Da war nämlich Brumseln. Fliegen oder hüpfst du? Warum beköpfe ich? Ja, fliegen bringt ja nichts, wenn da Brumseln sind. Hallo. So, wieder da. Deine Schlange ist ausgebüxt. Oh, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Ja. Im Grunde war es ja ganz gut, aber die ist hier. Hier hinten ist so ein Zwischenraum. Ich glaube, die ist da durch. Bei den Wänden. Siehst du den? Ja. Vielleicht kann man da noch eine Säule hinstellen oder so. Trotzdem sind die Wände zu niedrig und da müsste oben wahrscheinlich so eine Kante rüber, dass sie eben nicht die Wände hochklettert und einfach rüber, sondern dass da eben so eine Kante ist. Ja gut, aber wenn du jetzt mal guckst, was ich gemacht habe. Ich guck mal, was du gemacht hast. In der Länge verdoppelt. Ja, sehe ich ja. Du hast nochmal 6 Foundation dran gebaut. Das heißt, wenn wir jetzt da wirklich Schrägen machen, damit die Eier da runterkullern, müssen wir eh noch eine Reihe oben drauf setzen, weil das ja höher kommt. Oh, da ist die Schlange, die kommt hier wieder rein, guck mal. Siehst du, die kommt von alleine wieder rein. Und die versuchte durch die Wand zu kommen, ne? Das Miststück. Ich guck mal, wo die ist. Da ist sie doch. Oder willst du die wieder aufsammeln? Wolltest du wieder aufsammeln? Ach so. Dann sag doch Bescheid, ich sitze doch da in der Falle drin. Du sitzt in der Falle drin? Dann komm mal da raus. Deswegen. Draußen? Ja. Es war daneben. Nee, noch nicht. Die ist drin draußen. Nein, nee, ich muss die komplett... Ist noch, ich glaube, die ist noch zu klein, die Falle. Weil 3... Ja. Nee, du hast sie getötet. Nein, die hat mich gebissen. Gebissen? Ey, ich bin bedudelt. Ich weiß nicht, ob ich bedudelt bin. Ich glaube, mein Frosch ist bedudelt. Hast du sie? Nein, ich hab sie, aber Thor will auch. Thor, komm mal her. Ja, komm mal her. Komm her, Thor. Ja, komm. So. Komm bei Fuß. So ist brav, Thor. Jetzt muss ich nochmal eine Runde fliegen. Ja, ich guck mir das an. Ich muss die irgendwie quer reinbringen. Ich komm zu blöd. Man muss. Die hat wirklich, so wie du schon vermutet hast, verschiedene Bereiche. Ist ja eine Schlange wie Wirbel und so. Ja, eben. Und die müssen alle da irgendwie rein. Ja, aber das war die eben auch. So, jetzt ist sie ja drin. Jetzt ne? ist sie richtig drin. So. Jetzt versucht sie natürlich. Du bleibst da stehen. Wenn ich jetzt hier am Gucken bin, ne? Dann ist sie da, ist sie ja drin. Ja. Das Problem ist aber, wenn sie da jetzt ein Ei legt, kommt man da ja auch nicht ran. Das heißt, du musst rundrum ja eine Schräge haben und in der Mitte... Ich muss ein Dach wieder bauen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob die jetzt immer noch sich so rausschlängelt wie vorher auch. Ob die grundsätzlich einfangbar ist oder nicht. Theoretisch schon. Und da, guck mal, da glitscht sie durch die Wand durch. Siehst du das? Siehst du das nicht? Doch, ich beobachte die ja gerade von hier oben. Gut. Ja, sie beißt die Wand. Nein, sie kommt mit dem Kopf da durch, aber nicht richtig. Mit dem Kopf ist sie durch. Boah, die ist so schlabbelig, ne? Die tanzt da irgendwie. Macht den Wandtanz. Schlangenwandtanz. Na gut, die ist natürlich jetzt sauer und beißt da an der Wand rum. Ja, das macht ja... Nein, ich wollte nicht springen! Ich will absteigen. Ich vertue mich immer wegen Flugtier. Na gut, aber ich denke, man kann die halt so einfangen. Plus, wenn ich jetzt hier hingehe, kommt sie raus. Da, siehst du? Ja. Und die ist einfach durch die Wand durch. Nee, sie ist wieder drin. Ja, jetzt ist sie wieder drin. Aber wenn ich hier hingehe, das hatte ich nämlich vorhin auch. Da habe ich dann hier geguckt. Siehst du?
Ja. Cool, die haut einfach ab. Okay. Das funktioniert so nicht. Okay, dann lassen wir das mit der Schlangenfalle. Ich hätte ja eine andere Idee. Man muss ein Gelände finden, wo eine Grube ist. Also eine natürliche. Ja, aber dann kriegst du die Eier ja trotzdem nicht raus, weil die in der Grube alle nach unten in die Mitte kullern. Ja, macht ja nichts. Die kann man ja, sagte ich ja. Wenn da dann Eier immer liegen sollten, kann man die Schlangen mit dem Flugtier einfach mal raustragen. Ist doch egal, dann fängt man da wieder neue oder umbringen oder so. Man will ja nur die Eier haben. Ne? Das geht ja darum, dass wir irgendwo die Eier an einem Ort sammeln. Ja. Da ist ein roter Strahl. Da will ich hin. Charlotte. Willst du mehr nehmen? Ja. Wenn ich darf. Ich komme. Hm. Warte mal, ich nehme doch mal was raus. Ja. So. Kann's los. Na komm schon. Dann bist du ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich schätze, ich komme an, dann ist er weg. Wahrscheinlich. Aber ist egal, du kannst es ja probieren. Ich kann es probieren, ja. Ja, okay, das ist schade. Dann haben wir schade. Das mit der Schlangengrube nochmal getestet. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ja, Grube war es ja nicht. Funktioniert nicht und... Ja, die glitschen halt durch die Wand durch. Ja, ist dann eben man so. Könnte vielleicht versuchen, eine Doppelwand zu machen oder so, dass es dann nicht mehr funktioniert. Aber das glaube ich auch nicht, dass das geht. Die schlängelt sich jetzt da hinten noch rum. Ja, die kommt dann wieder an und dann haut sie wieder ab und so, ist ganz witzig. Genau. Aber dann können wir da noch ein Haus bauen und eine Zähnstation oder was auch immer. Ist ja egal. Lassen wir erstmal so stehen. Armer kleiner T-Rex. Oh, hier ist ein Questvogel. Mal gucken, wie groß. Level 12. Der wäre ja was für mich. Der hat ganz rote Flügel. Da. Kann ich auf den raufsetzen? Ah, jetzt geht das, ne? Schade, jetzt bin ich abgerutscht. Der wollte sich echt hinsetzen, ne? Auf den Quetzi. So, ich habe noch was gemacht. Ich habe die Brücke verbreitert, weil ich habe nichts geschafft, die Tini, die immer da hinten irgendwie durchflutscht. Ich weiß nicht, wie die das machen, muss man beobachten. Wo ist er? Nimmermehr! Nimmermehr! Lass mich doch nicht alleine hier, du armer Vogel! Was ist das denn hier unten? Was fliegt denn hier alles? Da ist ein Spino. Pfeif wieder auf dem letzten Loch hier. Und das ist ein T-Rex. Der ist aber hübsch. Und hier fliegt mein Questvogel. Soll man nicht nochmal einen Questvogel ziehen? Irgendwann mal. Ja. Ich glaube, ich habe Hunger, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten hin. Der ist hier. Der kreist hier über der Schlucht. Da. Der fliegt jetzt genau Richtung Fluss. Da fliegt er rum. Level 12. Wir müssen mal diese Plattform machen. Auf dem Quetzal. Dann kannst du auf dem Quetzal fliegen. Ich stehe auf der Plattform und... Das habe ich gesehen in einem Video. Haben die so einen Käfig gebaut auf der Quetzal-Plattform. Ja, und den damit eingefangen. Und dann konntest du ihn ganz einfach betäuben. Weil er nicht mehr weg konnte. Das fand ich toll. Der glitschte nicht durch. Eine Schlange wieder durchgeglitscht. Da ist ein T-Rex, ein Weißer. Den mache ich platt.
Den mache ich fertig hier.